So, liebe Gäste der Wildbadmühle, die heute hier recht zahlreich der Einladung gefolgt sind, darf ich recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Hermann Josef Haller, ich bin vom offenen Kanal Wittlich. Und wie Sie sehen, sind hier diverse Kameras aufgebaut. Das heißt also, die Veranstaltung heute wird aufgezeichnet. Ich denke, dass Sie alle damit einverstanden sind. Wer nicht ins Bild will, wer jetzt hier inkognito da ist, der sollte sich vielleicht dann einen Platz suchen, der ein bisschen hinter den Kameras ist. Ja, was ist heute hier los? Die Wildbadmühle hat eingeladen. Und warum? Weil sie einen Preis gewonnen hat. Einen ganz besonderen Preis, und zwar den Marktkicker-Preis 2023. Und was es damit auf sich hat, das kann der Chef, der Holger Linden, wohl selber sagen. Er steht, glaube ich, hier um die Ecke rum. Vielleicht darf ich ihn mal auf die Bühne bitten. Holger? So. Ja. Holger, ich gebe dir ein eigenes Mikrofon. Du stehst jetzt alleine hier, weil eigentlich gehört ja noch dein Bruder dazu, aber du... Ja, den können wir gleich auch mit auf die Bühne holen, ja? Ja, holen wir mit. Sascha, wo ist er? So. Er hat ein bisschen länger gebraucht. Es ist normalerweise so, wer so alte Fernsehsendungen gesehen hat, da gab es doch immer irgendwie eine Assistentin, die die Leute auf die Bühne begleitet hat. Da haben wir dann heute drauf verzichtet. Ja, aus Kostengründen wird das alles klein gehalten. Ihr habt den weiten Weg hier auch alleine geschafft. Na? Ja, Holger und Sascha, ihr habt einen Innovationspreis gewonnen. Und zwar Marktkicker 2023. Was hat es damit auf sich? Vielleicht kann man das den Gästen hier mal erklären. Der Marktkicker ist nicht einfach ein Preis, es ist der bedeutendste Preis im Bäckerhandwerk im gesamten deutschsprachigen Raum. Und wenn man überlegt... Moment, das ist ein Applaus wert, oder? Und wenn man überlegt, dass man hier auf einen Pool von rund 60.000 Betrieben drauf zurückgreift, auf Konditoreien, Patisserien, auf Bäckereien, Industrieproduktionsbetriebe, dann ist es schon was ganz Besonderes, dass wir uns mit den besten 105 Betrieben im gesamten deutschsprachigen Raum mit dem Marktkicker auszeichnen durften. Dass es soweit gekommen ist, war viel, viel Arbeit. Wir haben hier ein tolles Konzept hingestellt und damit man eine Dimension hat, in Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 3 Betriebe jetzt, die diesen Preis in den letzten 50 Jahren erhalten haben. Das ist die Bäckerei Görz aus Ludwigshafen, das ist die Bäckerei Lohna und jetzt auch die Bäckerei Wildbadmühle. Also wir haben den Preis nach Wittlich geholt und da sind wir ganz, ganz besonders stolz drauf. Okay, und dass es nicht irgendein Preis ist, sondern ein besonderer Preis, das zeigt sich auch darin, weil heute einige Menschen hierher gekommen sind, die nicht überall als Gäste erscheinen können. Und zwar darf ich als Ehrengäste begrüßen, zum einen den Herrn Joachim Rodenkirsch, Bürgermeister der Stadt Wittlich. Wo ist er? Da ist er, ja. Dann Mitglied des Bundestages, Frau Lena Werner, Entschuldigung, und Herr Patrick Schnieder. Wo haben wir sie? Auch da hinten, ja. Recht herzlich begrüßen. Jetzt kommt Frau Bettina Brück. Sie ist Staatssekretärin für Bildung in Rheinland-Pfalz oder für Rheinland-Pfalz. Richtig? Okay. Dann Mitglied des Landtages. Erwartet sind Tamara Müller. Ist die schon da oder ist sie irgendwo hängen geblieben? Herr Dennis Jung, ist er da auch da? Ah, da ist er, ja. Oh, Entschuldigung. Ja, der Pfosten dazwischen. Ja, ja. Er ist weiß angemalt und das Oberhaupt. Okay. Ah, okay. Er hat. Was ist das für ein Wappen drauf? Wildbadmühle, ah. Ja. Ich sage ja zur Wildbadmühle, ne? Ja. Okay. Dann sind auch die Bürgermeister der Großregion hier da. Ich weiß jetzt nicht, wer alles da ist. Ja, Manuel Vollmann sehe ich gerade, ja. Ist sonst noch jemand da? Die anderen haben sich nicht getraut, die haben gesagt, wenn der Manuel Vollmann kommt, dann reicht mir das. Ja, mehr geht nicht. Gut, und der Herr Matthias Linden, Ortsvorsteher Wittlich-Wengerohr. Wo ist er? Da.
ist was ganz Besonderes, dass er heute da ist, denn in Wingerau ist heute Kirmes. Na? Aber er hat es doch nicht nehmen lassen, heute hier zu sein. Na? Also ganz besonderer Dank an den Herrn Linden. Bleiben Sie auch möglichst lange. Ja? Den Gästen kann ich natürlich sagen, wenn die Veranstaltung hier vorbei ist, so am späten Abend, dann kann man immer noch nach Wingerau gehen und den Ausklang der Kirmes erleben. Ja? Okay, so, ich habe dich gerade unterbrochen. Du warst ja dran mit dem Preis und das... diese Ehrung, das war ja schon was Besonderes. Es war was ganz Besonderes. Wir haben den Preis bekommen als innovatives Unternehmen in der Branche. Denn für die Jury aus Bäckern aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz war es wichtig, als sie hier dieses Unternehmen gesehen haben, dass hier Ideen kommen, dass wir den Markt nach vorne bringen. Und das konnten die Jurymitglieder hier sehen. Bei der Siegerehrung wurde der Satz gefällt von Herrn Bosselmann, vielleicht ist er dem als Bäckermeister noch dem einen oder anderen bekannt aus der Corona-Krise. Das war der Bäcker, der weinend in der Tagesschau gestanden hat. Mhm, ja. Der hat uns auf die Bühne gerufen und hat gesagt, wenn ein Elektriker und ein Steuerfachmann einen Betrieb im Bäckerhandwerk übernehmen und den komplett umkrümpeln, unfassbar. Und genau das haben wir hier für die Branche gebracht. Wir haben einen Betrieb geschaffen, raus aus der Nachtarbeit, die so typisch ist fürs Bäckerhandwerk. Von unseren 30 Bäckern, die in der Produktion arbeiten, sind heute Nacht nur noch 4 da. Der Rest arbeitet am Tage und das können wir uns nachher alle auch vor Ort anschauen in einer Backstubenführung. Das kann man ohnehin jeden Tag sehen in unserer gläsernen Backstube. Und mit diesem K.O.-Kriterium Nachtarbeit, was wir hier ausgesourced haben, haben wir den Beruf attraktiver gemacht für die Bäcker und Bäckerinnen, für die Konditorinnen und für potenzielle Neuzugänge. Wir sind Ausbildungsbetrieb und von den 30 Mitarbeitern in der Produktion sind mittlerweile 10 in der Ausbildung. Jeder dritte Bäcker oder Konditor bei uns im Betrieb ist Azubi. Und das ist ein ganz, ganz großer Erfolg. Den möchten wir gerne weitergehen und uns da positionieren. Ja. Also um das Thema ein bisschen zu vertiefen, darf ich Sie auch recht herzlich einladen. Um 13 Uhr ist eine Talkrunde, attraktive Ausbildungsmöglichkeiten im Bäckerhandwerk. Da können Sie ganz viele Dinge dazu hören, Neues erfahren und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der jetzt noch am Überlegen ist, welchen Beruf er einschlägt und vielleicht nachher sagt, Mensch, ich werde Bäcker. Und diejenigen, die schon mit beiden Beinen im Beruf stehen, aber die Eltern sind oder haben Kinder und die Kinder wissen nicht, was sie machen wollen später und sind noch am Zögern. Das Bäckerhandwerk ist sicherlich mittlerweile ein sehr attraktives Bäckerhandwerk. Das kannst du doch bestätigen, oder? Ja, also ich selber bin ja der Ausbilder für meine Auszubildenden in der Produktion, auf die ich auch sehr stolz bin. Ich habe ein junges Team, motiviertes Team. Natürlich fange ich öfters mal an, und muss gucken, dass sie pünktlich auf die Arbeit kommen, weil man morgens gerne den Schlendrian drin hat. Aber auch das kriege ich raus. Und ich bin über jeden Auszubildenden stolz. Dieses Jahr waren es 3 in der Produktion, die wir erfolgreich zum Gesellenbrief gebracht haben, die wir auch alle 3 übernommen haben, für weiterhin unser Team zu stärken. Ja, und aktuell bilde ich noch 10 weitere aus und hoffe, dass es da weitergeht. Ne? Ja, und wer sich mal ausprobieren möchte heute, wer sich noch unsicher ist, es gibt ein Kinderbacken heute hier beim Tag der offenen Backstube. Da kann jeder mal ausprobieren, ob es vielleicht mit der Bäckerausbildung was werden könnte. Also Sie sehen, man kann also sich nicht nur mit den beiden unterhalten, es wird auch praktisch was geboten. Und wie gesagt, die Talkrunde um 13 Uhr, ich kann sie wirklich nur empfehlen. Sie sind wirklich was für Suchende und für Eltern oder auch Großeltern, die für ihre Enkel was suchen. Also die sollen sich jetzt nicht ausgegrenzt fühlen. Und um 14 Uhr haben wir eine Talkrunde innovative Konzepte im Bereich Bäckerei und Konditorei. Also dazu sind Sie auch alle recht herzlich eingeladen. Zwischendurch gibt es natürlich immer Gelegenheit, dass Sie sich stärken können, sowohl mit Getränken und mit leckeren Sachen aus der Wildbadmühle. Der Holger Linden hat eben davon gesprochen, dass Sie diesen besonderen Preis bekommen haben, Marc Kicker. Die Ehrung fand in Osnabrück am 17. Juni 2023 statt. Ist halt noch gar nicht so lange her. Der Preis ist noch relativ frisch. Und man hat mir hier als Moderator vorab ein paar Unterlagen zur Verfügung gestellt. Aber da ist eine Sache dabei, die hat mich sehr beeindruckt. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, aber verzeihen Sie mir, wenn ich es vorlesen muss. Und zwar
wurde eine Laudatio gehalten und wie Sie eben gemerkt haben, einer eloquenten Rede von dem Holger und von dem, was der Sascha noch gesagt hat, die beiden brennen für ihren Beruf. Sie brennen förmlich und das ist auch bei der Laudatio der Rednerin nicht entgangen. Und wenn jemand von Ihnen in irgendeiner Weise Stress in seinem Beruf hat und er denkt, oh, ob das wohl der richtige Weg war, den ich gegangen bin. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, ich hätte doch das gemacht. Dann empfiehlt der Laudator oder die Latorin, empfiehlt mal ein Abendessen mit Holger und Sascha Linden. Und hören Sie sich an, wie diese beiden von ihrem Beruf, von ihrer Berufung sprechen und wie die beiden brennen, dann werden sie anschließend sagen, ich habe genau das Richtige gemacht. Ja, und ich nehme Ideen mit, ich nehme Impulse mit, weil das Feuerwerk, was die beiden entfachen, ja, das könnte man ja schon als Konkurrenz zu Bernkastel Feuerwerk bringen auf ein Fest. Ne? Also wirklich ganz toll. Also Holger, Sascha, ganz toll, was ihr auch heute hier auf die Beine gestellt hat. Also man sieht es an den vielen Besuchern, die sind ja nicht umsonst gekommen, sondern sie sind auch deswegen gekommen, weil sie mitbekommen haben, dass ihr etwas Besonderes geschaffen habt. Aber die Grundlage dazu, die Grundlage und Ausgangspunkt sind immer, weil ihr habt ja nicht die Bäckerei selber gegründet, denn es waren eure Eltern. Und da kann ich natürlich jetzt nicht allzu viel zu sagen, aber ich denke, der Unterbau sollte nicht unerwähnt bleiben. Vielleicht ein paar Worte zu euren Eltern. Ja, und da muss man aber auch sagen, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen, dass wir diesen schönen Tag mit euch feiern können, das ergab sich aus vielen, vielen glücklichen Umständen. Denn die Grundlage haben meine Eltern natürlich geschaffen, aber dass es so kam, das war auch nicht vorprogrammiert. Mein Papa wollte nämlich gar kein Bäcker werden. Was? Was wollte er denn werden? Der wollte Elektriker werden. Elektriker? Und auch ein ehrenwerter Beruf. Zur damaligen Zeit, mein Papa kommt aus einer Familie aus Schweich, es waren 4 Kinder zu Hause, es war wenig Geld da, so wurde mein Papa notgedrungen mit 14 Jahren bei einer Meisterfamilie, bei einer Bäckermeisterfamilie in Trier abgegeben. Denn zu der Zeit... Abgegeben? Was heißt das? In den 60er Jahren war der Bäckerberuf der letzte Beruf aufgrund der Nachtarbeit, wo man seine Kinder abgeben konnte und die Kinder hatten Kost und Logis frei. Ja. Und mein Papa hatte großes Glück, dass er einen Betrieb erwischt hat, wo er viel gelernt hat, auf diesem Wissen aus der Ausbildung aufbauen konnte. Er war damals der beste Auszubildende aus der Region Trier, wurde dafür auch ausgezeichnet, hatte dann mit 17 Jahren seinen Gesellenbrief und hat dann die Karriereleiter im Bäckerhandwerk von unten begonnen, ist nach Berlin gegangen, nach West-Berlin, nach Ost-Berlin, nach Luxemburg, zurück hier in die Region Trier, hat hier seinen Meister gemacht, hat bei der Bäckerei Schumacher meine Mama kennengelernt, die war damals Schüleraushilfe, ja, hat sich was dann dazu verdient und war dann zuletzt hier bei einer größeren Bäckerei in leitender Stellung tätig und hatte dann 1988 den Traum gehabt, sich irgendwann mal mit einer Bäckerei selbstständig zu machen. Also mittellos ist er auf der Suche gegangen und hat die Bäckerei Wildbadmühle sprichwörtlich entdeckt, denn die, 1931 gegründet, hatte zu der Zeit keinen Nachfolger. Der Betrieb hatte keine Perspektive, konnte nicht übernommen werden und mein Papa und meine Mama haben den Betrieb übernommen, haben den Betrieb gekauft, haben den Betrieb aufgebaut, haben viel Aufbauarbeit geleistet und heute betreiben wir diesen Betrieb in zweiter Generation. Und dass wir hier stehen, das ist natürlich der Arbeit der Eltern auf jeden Fall mitgeschuldet. Und da einmal ganz, ganz großen Dank an Mama und Papa, die heute leider nicht aus gesundheitlichen Gründen hier auf der Bühne stehen können. Ja, aber wir zeichnen das Ganze ja für den offenen Kanal auf und vielleicht sehen Sie es dann später zu Hause. Aber genauso ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an meine Ehefrau, die mich hier da auch unterstützt hat, dass wir heute hier stehen können, die mir den Rücken freigehalten hat, die mich viel unterstützt, um ein Unternehmen oder dieses Unternehmen mit voranzubringen. Und vor allem, und das ist das größte Dankeschön, einen ganz großen Dank an die vielen Mitarbeiter, die uns jeden Tag mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrem Einsatz, mit ihrer Motivation unterstützen. Denn ohne unsere Mitarbeiter, ohne meine Kollegen würden wir heute nicht hier stehen können, weder so ein Fest feiern, noch so ein leckeres Brot rausliefern, noch so ein gutes Brot backen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid.
Holger Linden, Sascha Linden, vielen, vielen Dank für diese ersten Informationen über die Wildbadmühle und darüber, warum wir alle heute hier sind und warum wir überhaupt heute hier stehen oder sitzen können. Es ist ja schon warm genug, aber das Feuerwerk, was ihr ja wirklich entfacht, also hier unter dem Dach hier ist es ja dann noch mal wärmer geworden, ist schon Wahnsinn. Ja, ja, dann vielen Dank. Oder habt ihr noch was Wichtiges, bevor wir den ersten Redner hier auf die Bühne bitten, der auch etwas zur Wildbadmühle sagen will? Eine kurze Ansprache an die Gäste. Ich bin so froh, dass so viele gekommen seid. Herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Tag. Ne? Genießt die Zeit hier. Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 5 Jahren beim nächsten Tag der offenen Backstube wieder, dass ihr mit richtig tollen Emotionen hier heute rausgeht. Dankeschön. Holger und Sascha Linden. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Das ist schon irre, was die zwei da abfackeln. Also das hat auch mich begeistert. Ich meine, ich werde jetzt kein Bäcker mehr. Ja, dafür bin ich zu jung. Aber schon toll. Ja, es gibt einige Menschen unter Ihnen, die die Wildbadmühle auch kennen und schätzen gelernt haben und darum gebeten haben, dass sie auch etwas dazu sagen dürfen. Dann darf ich als ersten Redner den Herrn Rodenkirsch, Bürgermeister der Stadt Wittlich, zu mir auf die Bühne bitten. Wie gesagt, Herr Rodenkirsch, finden Sie den Weg hier hinten rum. Wie gesagt, wir haben jetzt kein Mädel, was Sie da begleitet, aber wie ich Sie kenne, Sie finden so viele Wege durch solche Wirrungen, da werden Sie auch das hier schaffen. So, Applaus für den Herrn Rodenkirsch. So. Ja, Applaus gilt es nicht für mich, sondern für die Familie Linden hier zu spenden. Liebe Familie Linden, ja, verehrte Ehrengäste, die heute sehr zahlreich da sind, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen der Stadt Wittlich, aber auch persönlich Ihnen ganz herzlich gratulieren zu diesem ja wirklich wunderbaren Werk. Der Familie Linden ist hier etwas gelungen, eine Bäckerei der Superlative zu schaffen. Das muss man wirklich ganz klar so zum Ausdruck bringen. Und was Sie hier geschaffen haben, ist in der Tat etwas Besonderes. Eine nachhaltige, umfassend nachhaltige, gläserne Backstube, die ja allen Ansprüchen Rechnung trägt. Und letztlich ist es tatsächlich der Dreiklang zwischen Ökonomie, Ökologie und den sozialen Skills, die hier mustergültig erfüllt sind, und der Herr Linden hat es eben wunderbar zum Ausdruck gebracht. Modernste Maschinen, Einsatz von KI und das, was Sie im ökologischen Bereich tun, Sie haben hier eine Energieeffizienz um 44% verbessert, Sie sparen über 120 Tonnen CO2 ein und die sozialen Standards, und das nötigt mir totalen Respekt ab, von der Nachtarbeit in die Tagarbeit. Sie sind mustergültig in der Inklusion, in allen Dingen, die sozial von Relevanz sind. Und Sie haben eben die Geschichte des Unternehmens kurz skizziert, und das finde ich toll. Ihr Vater hat Ihnen 2008 Ihnen und Ihrem Bruder den Betrieb übergeben. Und das zeigt das Vertrauen, was er damals schon hatte. Und als ich Sie kennenlernte, das war 2016, und ich habe dann in den ersten Gesprächen, die wir hatten, festgestellt, Mensch, hier hat man mit einer Familie zu tun, da zählt Familien, Zusammenhalt zählt etwas. Und mir hat imponiert Ihre Innovation, die Vision, die Sie damals schon hatten von dem Unternehmen, was Sie bauen wollten. Und das haben Sie dann realisiert. 2017 haben wir den Vertrag unterzeichnet, 2019 hatten wir dann den Spatenstich und 2020 sind Sie dann hier eingezogen. Und letztlich den Eindruck, den Sie bei mir hinterlassen haben, haben Sie auch bei den Gremien hinterlassen. Es sind ja einige Stadtratsmitglieder heute hier. Genau das ist es, dieser Geist, dieser Spirit und dieses Mindset, was Sie mitbringen. Und das ist einfach wunderbar. Und für Sie, glaube ich, für die Familie Linden sind Tradition, Handwerk und Innovation keine Worthülsen, sondern es ist für Sie der Anspruch, jeden Tag höchste Qualität zu liefern und höchste Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen. Insofern bin ich da
ganz, ganz zuversichtlich. Und wenn man weiß, dass wir Deutsche tatsächlich 62 Kilo Backwaren jedes Jahr essen und wir eigentlich als Deutsche die Lust am Brot nie verloren haben und in der Brotkunst sind wir zumindest in der Disziplin noch Weltmeister, dann ist es mir auch nicht bange um die Wildbad Mühle, um die Bäckerei, wenn ich den Blick in die Zukunft lenke. Und vor diesem Hintergrund ist es ja letztlich so, ohne Kuchen und Gebäck hat das Leben keinen Zweck und in diesem Sinne alles erdenklich Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Herr Rodenkirsch, vielen Dank für die Worte. Cool. Ich habe eben viele Ehrengäste begrüßt und wer alles hier ist und habe das Programm ein wenig vorgestellt. Ich darf aber noch auf ein weiteres Highlight hinweisen, denn kein geringerer als der Gospelchor hier von Wittlich wird nachher auch uns etwas vortragen, worauf Sie sich freuen können. Es ist ein ganz besonderer Ohrenschmaus, den die Wildbad Mühle für den heutigen Tag gewinnen konnten. Also freuen sich auch den Gospelchor. Also es macht überhaupt keinen Sinn, hier vorzeitig die Veranstaltung zu verlassen. Es gibt so viele tolle Programmpunkte, dass man einfach hier bleiben darf. Ja. So, dann darf ich die nächste Rednerin hier auf die Bühne bitten. Das ist die Lena Werner, Mitglied des Bundestages. Lena Werner, herzlich willkommen. So, da ist sie. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Lena Werner hat sozusagen ein Heimspiel hier. Was es damit auf sich hat, kann sie auch selber sagen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Familie Linden, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste. Seit nunmehr 90 Jahren ist die Bäckerei Wildbad Mühle in unserer Region verwurzelt. Angefangen als Tante-Emma-Laden steht hier in Wengerow heute die modernste Bäckerei Europas. Was für eine beeindruckende Entwicklung eures Familienunternehmens. Dass der Weg als Familienunternehmen nicht immer leicht ist, zeigen auch die aktuellen Krisen. Die steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die spürbaren Auswirkungen der Inflation und die Frage nach einer zukunftsgerechteten Wirtschaftsweise stellen die Branche vor enorme Herausforderungen. Dazu kommt der anhaltende Fachkräftemangel, der sich durch die gesamte Wirtschaft zieht. Doch gerade mit Blick auf die vielen Herausforderungen hat sich das Vorausdenken und der Mut von Sascha und Holger Linden gelohnt. Durch die Investitionen hier am Standort in Wengerow konnte sich das Unternehmen energieeffizient aufstellen und Prozesse optimieren. Damit geht die Wildbad Mühle beispielhaft voran, für das energieintensive Bäckerhandwerk voran. Durch die Nutzung von Abwärme und eigenen Solarstrom sowie neuer, hocheffizienter Backofen konnte die Energiekosten deutlich gesenkt werden. Und auch für die über 145 Mitarbeitenden des Betriebes gibt es ein modernes Konzept, haben wir eben schon kurz gehört. Durch die Neustrukturierung der Arbeitsabläufe kann die meiste Arbeit tagsüber erledigt werden. Eine ganz tolle Neuerung für das Bäckerhandwerk. Dadurch wird der Beruf deutlich aufgewertet und durchaus interessanter für Mitarbeitende. Und das ist ein notwendiger Schritt, um weiterhin auf diesem angespannten Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Das Bäckerhandwerk ist eines der ältesten Handwerke in Deutschland und der Welt und sicher auch etwas, wofür wir hier in Deutschland international bekannt sind. Alle, die schon mal im Ausland gelebt haben, kennen das sicher. Ich habe das auch selber erfahren. Das, was man am meisten vermisst, neben seiner Familie und seinen Freunden, ist das Brot aus Deutschland. Und das steht auch schon für sich alleine. Die deutsche Kunst des Backens ist etwas Besonderes und es gilt, dieses Handwerk zu erhalten. Daher bin ich euch, liebe Familie Linden, sehr dankbar, dass ihr mutig vorangeht und das Bäckerhandwerk zukunftsfähig macht. Als Wengerohrerin, und da schließt sich jetzt der Kreis, freue ich mich natürlich auch, dass mit der Wildbad Mühle ein modernes, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen hier in unserem Dorf ansässig ist und unser Dorf damit bereichert. Liebe Familie Linden, liebes Team der Wildbad Mühle, ihr überzeugt seit vielen Jahren durch Innovation und Fortschritt. Dafür profitieren die Kundinnen, Mitarbeitenden, die Umwelt und die Region. Eure Unternehmensphilosophie lässt sich als Vorreiterrolle für die gesamte Bäckerbranche verstehen. Und dafür wurdet ihr ja auch zuletzt mit dem Landesehrenpreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und jetzt auch vor kurzem mit dem Markiker-Preis, wo wir schon gehört haben, was das für eine besondere Ehre ist. Dazu möchte ich euch einmal ganz, ganz herzlich gratulieren.
Das zeigt aber auch, dass Mut und Innovation belohnt werden. Und Mut und Innovation sind auch genau das, was unser Land aktuell mehr denn je braucht. Für die Zukunft wünsche ich euch und dem Unternehmen und den MitarbeiterInnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Und allen Anwesenden heute einen ganz tollen Tag, viel Spaß und lasst euch das Brot gut schmecken. Vielen Dank, Lena Werner, Mitglied des Bundestages. Ja, man hört es immer wieder, ob es der Holger selber sagt oder ob es der Herr Rodenkirch sagt oder die Frau Werner. Es ist schon etwas Besonderes, das haben wir schon mehrfach gesagt, das müssen wir jetzt nicht permanent wiederholen. Aber was für diejenigen, weil ich eben davon gesprochen habe, was die Ausbildung betrifft. Viele kennen ja wirklich den Beruf des Bäckers als derjenige, der um 1 Uhr in der Backstube steht und dann um 19 Uhr Feierabend hat und dann ins Bett geht, wenn die anderen anfangen zu arbeiten oder abends anfangen zu feiern, dann ist der Bäcker am Schlafen und am Ruhen. Und das hat sich komplett gewandelt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und daher verweise ich nochmal auf die Talkrunde nachher um 14 Uhr und um 11 Uhr und um 14 Uhr. So, dann darf ich begrüßen Frau Bettina Brück. Sie ist Staatssekretärin für Bildung in Rheinland-Pfalz. Auch sie will es sich nicht nehmen lassen, hier auf die Bühne zu kommen, um etwas an die Gäste und an die Herren Holger und Sascha Linden zu richten. So, Frau Brück ist unterwegs. Ist ein weiter Weg, den ihr hier gemacht habt, ne? Aber es gibt ja einen Moderator, der gerne schwitzt, von daher kann man das ja auch so überbrücken. Frau Brück, oh, da sind Sie schon. So, Frau Brück, bitteschön, Ihnen gehört die Bühne. Ja, liebe Familie Linden, lieber Herr Holger, lieber Herr Sascha Linden, liebe Fest- und Ehrengäste heute, ich glaube, dass Ihr Betrieb ein ganz besonderer Betrieb ist, ein toller Betrieb, ein innovativer und zukunftsfähiger Betrieb. Das haben wir alle jetzt schon sehen können. Viele haben es schon erlebt durch einen Einblick in Ihre gläserne Backstube und es ist auch schon viel dazu gesagt worden. Herzlichen Glückwunsch zu so einer tollen Betriebsstätte und zu so einem tollen Betrieb. Aber auch zu seinem tollen Unternehmen, weil das Unternehmen lebt ja durch die Chefs, sage ich jetzt mal so, und die Chefinnen, liebe Frau Linden. Also ich glaube, hier sieht man ganz deutlich, was innovative Ideen, was zukunftsfähige Methoden, was zukunftsfähige Arbeitsweisen auch als Arbeitgeber ganz wichtig in der Innovation sind, weil sonst hätten sie nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und würden vor allen Dingen nicht so viele junge Leute ausbilden. Sie sind vielfach ausgezeichnet, das ist jetzt auch schon erwähnt worden, nicht nur mit dem tollen Marktkicker-Preis, was ganz Besonderes, sondern auch mit dem Landesehrenpreis für das Genusshandwerk. Ich glaube, der Bäckerberuf ist einer der wichtigsten Berufe, den wir haben, weil wer möchte nicht morgens mit leckerem Brot und Brötchen und tagsüber mit feinem Gebäck, Kuchen und Teilchen das Leben genießen? Und das macht die Wildbadmühle. Und sie machen das in vielen Geschäftsbereichen, die sie jetzt haben. Sie haben viele Filialen und glaube ich, jeder von uns hat schon mal in irgendeiner ihrer tollen Filialen eingekauft und konnte genießen von dem, was sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren. Und damit sie das können, sind sie ein toller Arbeitgeber. Weil man hat nicht einfach so 35, 36 Azubis in einem Unternehmen und jeder Dritte, wie Sie gesagt haben, ist bei Ihnen Azubi. Das kommt nicht von allein. Das ist ganz klasse und wahrscheinlich sind Sie als Vorbilder dafür auch sehr motivierend für die jungen Leute, dass sie diesen wunderbaren Beruf ergreifen und geben Ihnen auch viel Innovationskraft mit. Alleine die Tatsache, dass man nicht mehr nur in der Nacht produzieren kann, sondern dass Sie das auch in den Tagesablauf mit eingestaltet haben, ist ja etwas, was ganz besonders ist, weil viele würden sagen, haben wir noch nie so gemacht, haben wir noch immer so gemacht, machen wir nicht, geht nicht. Sie haben bewiesen, dass es geht und das ist großartig. Ganz herzlichen Dank dafür. Und mir als Staatssekretärin im Bildungsministerium ist besonders wichtig natürlich, dass unsere jungen Leute einen guten Anschluss an die Schulausbildung haben, einen guten Beruf machen, eine gute Ausbildung machen können.
Und dafür tun wir sehr, sehr viel gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium, dem Sozialministerium und allen Beteiligten am ovalen Tisch, den Kammern, den Verbänden, den Gewerkschaften, dass die jungen Leute Berufsorientierung erfahren, um dann eben auch entscheiden können, welchen Beruf sie ergreifen. Und ich glaube, ein Betrieb wie die Wildbad Mühle und so eine tolle Betriebsstätte, die ist Werbung total für den Bäckerberuf. Und dafür herzlichen Dank, dass Sie so engagiert sind. Einen herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Betrieb, zu dieser tollen Betriebsstätte, zu Ihrer klasse Mannschaft und alles, alles, alles Gute für die Zukunft. Ich glaube, wir kaufen jetzt alle nur noch bei der Wildbad Mühle. Vielen Dank, Frau Brück. Also viele, viele kaufen vieles bei der Wildbad Mühle. Es gibt sicherlich auch noch andere. Ich denke, da haben die Brüder Holger und Sascha Linden auch kein Problem mit. Ich habe jetzt auch die Passage gefunden, die ich eben so gesucht habe, wo ich sie versucht habe, irgendwo wiederzugeben. Aber dieses Zitat, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Wo es darum geht, welches Feuerwerk die beiden Brüder hier entfachen können. Ein Zitat zu den beiden. Wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin einmal die Lust an Ihrem Job verlieren, sollten Sie die Brüder Holger und Sascha Linden von der Bäckerei Wildbad Mühle zum Abendessen einladen. Die beiden entwickeln genügend mitreißenden Optimismus und Tatendrang, um den größten Grießkram anzustecken. Dem kann ich nur zustimmen, weil Sie haben auch mich motiviert, hier heute zu stehen, obwohl es unheimlich warm ist. Aber Ihnen geht es ja auch nicht anders, Ihnen ist ja auch unter den Zelten warm. Aber es ist trotzdem ein schöner Tag. Die Sonne lacht nicht nur über der Wildbadmühle, sondern über uns allen. So, dann darf ich jetzt auf ein besonderes Highlight hinweisen, nämlich der Gospelchor singt. Wo ist der Gospelchor? Ah, Sie kommen. Und dann darf ich darauf hinweisen, dass die geladenen Gäste, wir haben alle so eine Führungskarte und die beginnt gleich. Und dann werden diejenigen, diesem Gendern, ist egal, die haben die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen dann mal diese gläserne Bäckerei anzusehen und sich einen Eindruck davon zu machen, was die beiden Brüder hier geschaffen haben. Der Gospelchor ist unterwegs, ja, wunderbar. Der Gospelchor singt nicht nur heute, sondern der Gospelchor hat verschiedene Auftritte in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Hallo, darf ich Sie mal gerade auf die Bühne bitten? Weil der Gospelchor hat ja verschiedene Auftritte und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal die Gelegenheit, einfach sich mal vorzustellen und zu sagen, welche Auftritte der Gospelchor noch hat. So, das war jetzt nicht verabredet, aber Spontanität ist ja eine Sache, die auch der Gospelchor beherrscht. Ja, so, vielleicht stellst du einfach mal den Gospelchor vor, wer du bist und... Ja, wunderschönen guten Tag. Ich mach's ganz kurz, den Temperaturen geschuldet. Die Sängerinnen und Sänger warten ganz gespannt auf ihren Auftritt. Mein Name ist Rainer Steilen. Ich habe die Ehre, diesem Gospelchor vorzustehen. Und zu allem anderen, zu Terminen, zu Programmen, werde ich vielleicht ganz kurz vor Schluss unseres Konzerts noch was sagen. Ich bitte um Verständnis dafür, aber wir wollen jetzt endlich singen. Für uns, aber vor allen Dingen für Sie, verehrte Zuhörer. Vielen Dank. Dann darf ich den Gospelchor auf die Bühne bitten. Applaus! Thank you.
nothing else to do, sing. When something deep inside of you tells you that life is still a wonder, just throw back your head and sing. Then he said, sing from a laughing heart, just sing. When the night is dark, just sing. Let your joy explode and let music fill the air. You can sing when there's nothing else to do, sing. When something deep inside of you tells you that life is still a wonder, just throw back your head and sing. When God created living things, he knew we need a way to share our fears, our questions, and our dreams. Oh, there were words that words won't do when joy's well up inside. There simply had to be a better way. Then he said, sing from a laughing heart, just sing. When the night is dark, just sing. Let your joy explode and let music fill the air. You can sing when there's nothing else to sing. When something deep inside of you tells you that life is still a wonder, just throw back your head and sing. The birds got sand on flashing wings to fill the sky with song. Good music in the broken, crashing meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der Veranstaltung Tag der offenen Tür der Wildbadmühle. Ich darf Sie nochmal, soweit Sie später erst hier dazugestoßen sind, recht herzlich hier begrüßen und darf jetzt hier auch die Runde mal vorstellen, denn wir unterhalten uns über Ausbildungsmöglichkeiten im Bäckerhandwerk, das Bäckerhandwerk im Wandel der Zeit. Und da darf ich zu einem, ich setze mich jetzt schon mal, damit ich hier niemanden verdecke. Fangen wir jetzt mal hier an. Das ist zum einen die Carina Marx. Sie ist Ausbilderin und Konditorin in der Wildbadmühle. Daneben haben wir den Jerome Breitbach, Auszubildender hier in der Wildbadmühle. Und natürlich auch die Elina Alt, auch hier in der Ausbildung. Und die Celine Schnitzius. So, und hier auf der anderen Seite haben wir dann schon wieder Menschen, die jetzt mit beiden Beinen im Leben drinstehen, nicht nur im Leben, im Bäckerhandwerk auch drinstehen. Der eine, das ist der Herr Konditormeister Sebastian Schibesta. Ja, richtig ausgesprochen, okay. Er war vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch Mitarbeiter der Wildbadmühle und ist jetzt Mitinhaber der Konditorei Part Patisserie aus Dierdorf. Richtig? So, und last but not least den Herrn Gessinger. Der Herr Gessinger kommt von der Handwerkskammer und hat tagtäglich mit jungen Menschen zu tun, die eine Ausbildungsstelle suchen, aber mit den Widrigkeiten des Ausbildungsmarktes so ihre Probleme haben. Und da ist der Herr Gessinger Profi und kann da oftmals helfen.
Und auch, wenn es darum geht, dass jemand Bäcker oder Bäckerin werden möchte. Und arbeitet hier ganz eng mit der Wildbadmühle, mit dem Holger und Sascha Linden zusammen und kann auch dazu etwas sagen. Ja, wenn Sie, liebe Zuschauer, Besucher hier dieser Runde, auch eine Frage haben, Sie können sich gerne melden. Kommen Sie hier nach vorne, heben Sie den Finger wie früher in der Schule, dann werden Sie auch aufgerufen und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Möglicherweise können diese vielleicht heute schon beantwortet werden. Fangen wir mit den Damen oder Dame an. Ist noch ein Junge dabei, wenn ich ein junger Mann dabei, weil wenn ich jetzt sagen würde mit den Damen, dann wäre das ja nicht so ganz korrekt. Die Carina Marx, Sie sind Ausbilderin und Konditorin hier bei der Wildbadmühle und zuständig für die Ausbildung hier oder was ist Ihre genaue Aufgabe? Meine Aufgabe hier ist es, die Konditorinnen und Konditoren auszubilden, aber ich kümmere mich trotzdem auch ein bisschen mit um die anderen Azubis auch. Ne, wir schauen alle nach allen. Also alle, weil Sie haben ja verschiedene Berufsbilder. Sie haben ja einmal den Bäcker, Bäckerin und den Verkäufer, die Verkäuferin. Mhm. Welche Berufs betreuen Sie noch? Oder nur diese? Ich betreue in der Backstube die Auszubildenden, aber hauptsächlich eben in der Konditorei. Ja, in der Wildbadmühle vor Ort. In der Wildbadmühle vor Ort. Hier am Standort Wittlich-Wengerohr. Okay, dann geben wir das Mikrofon mal weiter an den Jerome Breitbach. Jerome, Sie sind in welchem Ausbildungsjahr? Ich bin momentan im ersten Ausbildungsjahr. Im ersten Ausbildungsjahr. Also letztes Jahr begonnen, geht es jetzt ins zweite Ausbildungsjahr. Genau. Ja. Wie ist denn so das erste, sagen wir mal, Zwischenfazit? Also ich bin ja schon mit einer hohen Erwartung hier reingekommen und habe auch schon gedacht, dass hier auch viel von mir erwartet wird, da ich diese Chance bekommen habe. Wir sind aufs Land gezogen, ich hatte es da schon schwer, Ausbildungsplätze zu finden. Und die Wildbadmühle hatte mir dann nach Jahren Suchen die Chance geboten. Und ich finde die Ausbildung hier auch sehr spannend, vor allem, weil man die auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Man kann in jeden Bereich mal so reinschauen. Genau, also mir macht es hier sehr viel Spaß in der Ausbildung. Gab es denn irgendwie einen speziellen Impuls, dass Sie gesagt haben, oh, ich will Bäcker werden. Wie ist diese Entscheidung denn gereift? Also ich möchte kein Bäcker werden. Dankeschön. Oh, ich werde aufmerksam gemacht. Ich bin da auf dem falschen Weg. Er ist auszubilden als Kaufmann für Büromanagement in der Wildbadmühle. Genau. Müssen wir das mal kontinuieren? Ja, weil... Ich sehe hier immer nur Backhandwerk, aber natürlich, es gibt auch noch andere Ausbildungsberufe. Entschuldigung, ja. Genau, also wir sind hier auch etwas unter dem Radar. Die Leute, die legen natürlich viel Fokus darauf, was hier gebacken wird, was in der Konditorei angefertigt wird und sehen auch die fertige Ware dann im Verkauf. Wir in der Verwaltung sind dafür zuständig, dass wir diese Schnittstellen überbrücken, dass wir das Geforderte von einem Bereich in den anderen Bereich weitergeben. Und sind natürlich auch zuständig dafür, dass alles passend funktioniert und dass die Ware dann auch am Ende in den Filialen landet. Mhm. Damit zum Beispiel die Elina Alt, die ist Auszubildende als Bäckerin, damit auch für sie die Arbeit gut vorbereitet ist und sie sich um die elementaren Dinge kümmern kann, die sie betrifft in ihrem Metier. Vielleicht erzählen Sie unseren Besuchern mal, wie kamen Sie denn dazu, den Beruf der Bäckerin auszuwählen? Also ich habe früher als Kind schon sehr gerne gebacken und dann habe ich halt irgendwann gedacht, komm, machst du dein Hobby zum Beruf und dann habe ich erst im anderen Betrieb angefangen, bin aber irgendwann jetzt hier zur Wildbadmühle gekommen und seitdem kann ich mir keinen anderen Beruf mehr so wirklich vorstellen. Und in welchem Ausbildungsjahr sind Sie? Im zweiten jetzt. Im zweiten? Ja. Okay. Gut, dann geben wir es weiter an die Celine Schnitzius. Sie macht eine Ausbildung als Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk. Ja, wo Sie in welcher Filiale, weil die Wildbadmühle hat ja viele Filialen, wo sind Sie denn eingesetzt im Moment? Ja, direkt hier im Haupthaus. Genau, ja. Aha, okay. In welchem Ausbildungsjahr? Auch im zweiten. Auch im zweiten Jahr? Ja. Okay. Bleiben Sie denn immer dann im Haupthaus oder kann es auch mal sein, dass es heißt, kannst du mal vertretungsweise in eine andere Filiale gehen oder waren Sie bisher immer nur hier im Haus? Ja, also ich war auch schon in anderen Filialen, zum Beispiel in Tram-Trabach oder in Neumagen in der Filiale. Mhm. Genau. Ja. Und interessant, so ein bisschen Abwechslung oder ist es doch besser, wenn man sagt, also mein Heimatstandort ist mir da schon ein bisschen lieber? Ja, also so zwischendurch ein bisschen Abwechslung ist eigentlich schon ganz schön. Tapetenwechsel ist interessant. Genau, ja.
Gut, dann wechsle ich mal die Seite. Dann komme ich mal zu dem Herrn Schewesta. Sie waren ja auch mal hier Mitarbeiter der Wildbadmühle und haben hier eine entsprechende Entwicklung durchlaufen können. Ich habe sie selber erlebt bei der Take-Off-Ausbildungsmesse im Eventum hier in Wittlich. Und da sind sie mir besonders aufgefallen, weil sie waren sehr lebhaft und haben Auszubildende angeworben, damals, wie gesagt, noch als Mitarbeiter der Wildbadmühle, und haben auch ein Feuerwerk entfacht für diesen Beruf. Das war schon toll. Vielleicht sagen Sie mal, wie kamen Sie zu dem Beruf und wie sind Sie dann dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, okay, Wildbadmühle hat mir gefallen, aber ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Das kam eigentlich relativ spontan, muss ich sagen, dass ich den Beruf des Konditoren eingeschlagen habe. Ich wollte eigentlich ursprünglich Anwalt werden, habe da auch mein großes Latinum gemacht und habe das dann so zwei Wochen Praktikum gemacht. Boah, das war echt nicht meine Arbeit, sag ich ganz ehrlich. Und dann hat meine Mutter Druck gemacht und hat gesagt, komm, geh mal in den Beruf. Und da bin ich irgendwie direkt hängen geblieben, weil ich da auch ein Praktikum gemacht habe. So, und das, ich bin einfach ein sehr lebhafter Typ. Ich mag das gerne, wenn man sofort ein Ergebnis hat. Und gerade im handwerklichen Beruf sieht man sehr schnell, was man macht. Man hat ein immediate result, sagt man immer. Und das finde ich persönlich recht spannend, muss ich sagen. Und auch einfach die Umgangsarten, so tolle Lebensmittel. Man erstellt etwas mit seinen Händen, was vorher nicht da war. Und das hat mir immer schon sehr gut gefallen, muss ich sagen, dass ich mit eigener Kraft was erschaffen kann. Und dementsprechend bin ich auch im Handwerk hängen geblieben. Und dann hat sich mein Werdegang Richtung Meister entwickelt. Dann durfte ich sehr, sehr viel in der Gastronomie machen. Da hat sich mein Blick dann auch nochmal erweitert. Und über Covid bin ich hier in die Wildbadmühle gekommen. Weil da die Gastronomie quasi nicht mehr so aktiv war. Hallo Dirk an der Stelle. Der leitet das Ganze hier in der Backstube. Auch ein sehr lebhafter Mann. Begeistert mich jeden Tag. Danke, Dirk. Das dann ganz kurz dazu und dann bin ich hier in die Wildbadmühle gekommen. Das war ja alles ganz neu gebaut, muss man wirklich sagen. Und jeder, der schon mal ein bisschen was gesehen hat, das ist hier super innovativ. Der ganze Bunker, der Neubau, das ist von A bis Z alles strukturiert, ja. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass das nicht üblich ist, was man hier sieht. Die gläserne Backstube, die Innovationskraft, zwei so junge Chefs und wir haben hier super flache Hierarchien. Also das hat mir schon sehr imponiert, muss ich sagen, weil ich aus einer sehr streng hierarchischen Gastronomie komme. Und dann ist man hier in die Wildbadmühle gekommen und hier hatte man wirklich einen Teamzusammenhalt und auch sehr, sehr schöne Arbeitsbedingungen, die auch dem Ganzen geschuldet sind, dass hier sehr innovativ produziert wird und wir wenig Nachtarbeit haben. Und dadurch hat sich mein Feuer für den Beruf natürlich nochmal entfacht. So viele junge Menschen und so ein großer Anziehungsmagnet wie die Wildbadmühle hier, das habe ich sehr selten gesehen, muss ich sagen. Und das hat mir sehr gefallen. Das habe ich dann wahrscheinlich auch beim Take-Off so ein bisschen weitergegeben. Ne? Das kam auf jeden Fall so rüber, das kann ich bestätigen. Und das war schon sehr emotional auch gewesen. Also dann sieht man, es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung, ja, die man hat. Und dadurch auch sicherlich der nächste Schritt, weil die Wildbadmühle bietet sicherlich eine große Palette an beruflichen Perspektiven. Aber wenn man das Ziel hat, vielleicht noch weiter zu kommen, muss man eben den Schritt in dem noch extern wählen. Aber der Kontakt zur Wildbadmühle ist ja scheinbar nicht verloren gegangen. Sonst wären sie heute nicht hier. Nee, ich sag mal, wenn man im Guten auseinandergeht und wenn man sich mag, dann sieht man sich immer wieder. Und ich muss auch sagen, dass der Holger und Sascha Linden mir auch sehr bei der Selbstständigkeit geholfen haben. Also da war immer Rat und Tat, ich konnte viel fragen, weil man auch wirklich sagen muss, dass die zwar sehr gute Bäcker sind und hervorragendes Handwerk hier praktizieren, aber auch kaufmännisch wirklich sehr, sehr flott unterwegs sind. Ne? Gerade dieses Duo, sag ich mal, die sind schon wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Und wenn da auch Fragen waren, haben die mir schon viel geholfen und mich auch viel unterstützt. Das gebe ich dann auch immer gerne wieder zurück, muss ich sagen. Ja, kommen wir zu dem Herrn Gessinger. Herr Gessinger, Sie sind bei der Handwerkskammer zuständig für junge Menschen, die eine Ausbildung suchen und dabei das ein oder andere Problem haben. Und dann werden Sie eingeschaltet. Und Sie sind aber jemand, der sind jetzt kein Stubenhocker. Also zu Ihnen kommt man nicht in die Handwerkskammer und man klopft an, kriegt dann 10 Minuten Zeit zur Beratung und darf dann wieder gehen. Sie leben Ihren Beruf. Sie fahren auch in die Betriebe, haben Kontakte zu den Arbeitgebern. Sie beraten die jungen Menschen genau da, wo sie sind, am Arbeitsplatz. Und nicht irgendwo extern in einem anonymen Büro. Und versuchen dann den Leuten zu helfen. Vielleicht stellen Sie gerade mal Ihre Aufgabe vor, bevor wir dann dazu kommen, wie sieht es explizit im Bäckerhandwerk aus? Ja, Sie haben das ja schon sehr, sehr schön dargestellt, wie meine Aufgabe ist. Ich denke mal, es kommt bei mir besonders daher, ich bin selber Maurer und Bettungbaumeister, komme also aus dem Handwerk, habe eine handwerkliche Laufbahn auch selbst durchlaufen.
Außerdem habe ich Kinder der Generation Z, erlebe also täglich auch die Entwicklung der Persönlichkeiten bei der Generation Z und richte meine Arbeit natürlich auch genau danach aus. Deshalb habe ich relativ früh erkannt, dass es allen überhaupt nichts nutzt, wenn ich nur im Büro sitze und per Telefon berate, sondern ich muss raus in die Betriebe, auch nach Hause zu den Azubis. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass wir aufgrund des Fachkräftemangels, den wir ja durchaus definitiv in allen Bereichen haben, erkennen, dass wir uns alle annähern müssen. Und das geht am besten durch persönliche Gespräche, meiner Erfahrung nach. Was mich besonders erfreut ist, dass hier in der Firma diese flachen Hierarchien bestehen, die er gerade beschrieben hat. Das ist nämlich einer dieser Punkte, die in meinen Augen ganz, ganz wichtig sind, dass man bei Problemen auch Lösungen finden kann. Diese flachen Strukturen oder Hierarchien, die sind ganz, ganz wichtig. Und was halt auch bezeichnend ist, ist, dass selbst bei einem Weggang die Freundschaft darunter nicht leidet. Ja? Man muss sich oder man schätzt sich trotzdem. Und es findet auch immer wieder einen Weg zusammen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. Also kann ich nur zustimmen. Aber Sie sprachen jetzt zum Beispiel von Hierarchien. Das hatten Sie eben auch angesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen, wie wichtig Hierarchien sind, wie wichtig Hierarchien für junge Menschen sind. Wenn Sie sich in einer Ausbildung befinden, wenn Sie auf dem Weg zur Arbeit sind, wenn Sie nicht die klaren Strukturen haben und nicht diese Hierarchien, dann kann es Probleme geben und Sie können ein Lied davon singen. Also die Carina hier lacht schon. Wenn ich das gefragt werde, dass ich selbst würde mich natürlich als sehr lockeren Typen bezeichnen, was das Ganze angeht. Ich denke immer, dass das Mittelsmaß ist sehr wichtig. Und gerade für junge Menschen, die vielleicht auch aus Problemfamilien kommen, die vielleicht, sag ich mal, durch das Schulsystem ein bisschen gerasselt sind, ohne Wertung dahinter, die brauchen Struktur. Das ist in meinen Augen ganz wichtig und die brauchen auch begleitende Hilfe über diese Ausbildung hinaus. Und das ist das, was hier auch viel geboten wird oder was ich auch viel gesehen habe. Man kann oben ins Büro gehen, man kann sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut, ich habe familiäre Probleme und man wird dann auch da aufgefangen, weil das ist für mich auch Teil der Ausbildung, nicht nur den Menschen den Job zu vermitteln, sondern irgendwo hat man ja auch eine pädagogische Rolle. Das hört sich immer ganz leicht an und hört sich immer schön an, ist ziemlich schwierig, weil jeder Mensch da wirklich extrem unterschiedlich ist. Ich denke, es ist die richtige Mischung. Und man muss halt auch wirklich gucken, es gibt kein Schema A für alle Personen. Jedes Mal, wenn du ein neues Mitglied in deinem Team hast, gerade bei jungen Auszubildenden, dann musst du wirklich gucken, was für Charaktere habe ich schon im Team, wie kann ich die noch mit integrieren. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, die dann auch wirklich eine Person erfordert, die da den Fokus drauf hat. Sondern das wird immer ganz oft vergessen, dass es nicht nur ist, ich stelle mich einmal kurz hin mit dem Auszubildenden und zeige ihm mal ganz kurz, wie man ein Brötchen macht. Es ist auch, wie integriere ich den ins Team, wie gucke ich, dass der zufrieden ist, wie kann ich ein bisschen auf den achten. Und das ist auch nochmal extrem viel Zeit, die nicht wirtschaftlich ist. Für den Betrieb, muss man ganz ehrlich sagen, diese pädagogische Arbeit schlägt sich ja eigentlich wirtschaftlich nicht nieder, aber die ist halt auch extrem wichtig. Und das gehört dann auch zu Ihren Aufgaben, wenn Sie die Auszubildenden betreuen, einerseits Hierarchien zu erhalten, weil aufgebaut sind sie ja vorgegeben durch den Arbeitgeber, aber andererseits trotzdem die Motivation hochzuhalten, dass man also nicht angesehen wird als derjenige, der den Takt vorgibt, blind links, sondern auch, dass es trotzdem ein Miteinander bleibt. Richtig. Das Gute ist bei uns eben, wie schon mit den flachen Hierarchien angesprochen, auch, dass wir ein sehr junges Team sind. Gerade zum Beispiel bei mir in der Konditorei. Ich bin jetzt als Ausbilderin grob 10 Jahre älter als meine jüngste Auszubildende. Und da habe ich nochmal auch einen ganz anderen Zugang zu den Auszubildenden und kann die auch nochmal ganz anders motivieren. Auch gerade eben auf dieser persönlichen Ebene, die der Kollege gerade angesprochen hat. Ne? Ja. Ist ganz wichtig. Herr Breitbach, wie nehmen Sie die Hierarchien wahr? Könnten Sie sich vorstellen, in einem Betrieb zu arbeiten, wo es keine Hierarchien gibt? Tatsächlich nicht. Also man nimmt sie hier auch nicht so extrem wahr, weil das ganze Team Wildbadmühle eine Art kleine Familie ist. Mhm. Man hat hier sehr viele Freiheiten, man darf sich auch sehr vieles erlauben. Aber es gibt natürlich auch den ein oder anderen Punkt, wo dann auch mal gesagt wird, das geht zu weit. Aber solche Probleme lassen sich eigentlich auch sehr schnell besprechen. Man spricht miteinander, man tauscht sich aus, man findet Lösungsvorschläge und dann hat sich das eigentlich alles auch schon gebessert. Also es ist hier nicht wirklich eine Hierarchie, sondern mehr ein festes Zusammenarbeiten, für mein Empfinden her. Das klingt positiv. Es scheint ein starkes Wir-Gefühl zu geben hier. Ihr seid alle ein Team
Und nur gemeinsam könnt ihr stark sein. Genau. Und wenn die Chefs vorweggehen mit diesem Teamgeist, dann ist es für euch auch einfacher, dann praktisch, das hört sich jetzt furchtbar, aber hinterher zu laufen, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber einfach auch dem zu folgen. Und so ist es vielleicht auch so, dass man morgens aufsteht, wenn der Wecker rappelt und sagt, hey, ich darf zur Arbeit gehen, statt, muss. Also es ist tatsächlich nicht so, dass die Chefs was vorgeben und man läuft dann hinterher, sondern hier ist es mehr so, es wird Stimmung aufgebracht, die Leute, die kommen positiv an den Tag, stecken dann andere Leute mit dieser Positivität an und man macht das dann alles von sich aus. Also man ist von sich aus immer gut gelaunt, das wird nicht von einer Person angeleitet und man läuft nur hinterher, sondern da sind alle dabei, die ihre Stimmung. Also die Frage, haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht doch den falschen Weg gegangen sind, werden Sie wohl klar mit Nein beantworten, oder? Genau. Na? Gut. Ja, die Frau Alt, Elena Alt, Sie sind ja in der Ausbildung zur Bäckerin. Jetzt bin ich einer etwas älteren Generation. Für mich ist immer noch der Bäcker, der um 1 Uhr aufsteht und um 1:30 in der Backstube steht, 2 Uhr in der Backstube steht, so schnell ist er nicht fertig. Die Zeit geben wir ihm auch. Und dann die Brötchen backt und natürlich dann mit seiner Arbeit fertig ist, wenn andere schon die halbe Arbeitszeit hinter sich haben und am Abend, wenn die meisten der Freunde, Bekannten, Verwandten, der Familie sich am Ausruhen sind, sitzen zu Hause auf der Terrasse, da fängt der Bäcker an und geht ins Bett, weil er muss ja schon wieder um 1 Uhr fit sein. Dieses Bild hat sich ja geändert. Haben Sie diesen Wandel mitbekommen? Oder, weil wir haben ja heute gehört, dass die Wildbadmühle ja durchaus Arbeitszeiten hat, wo man morgens anfängt. Ne? Ja. Hatten Sie auch schon mal nachts anfangen müssen? Kennen Sie das noch? Ja, in meinem alten Betrieb musste ich immer nachts anfangen. Das war gar nichts für mich. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier hingewechselt bin, wegen der Tagschicht. Und ich bin super zufrieden mit der Tagschicht. Man kommt morgens gut gelaufen auf die Arbeit. Man hat meistens auch den restlichen Tag noch frei, dann für Sachen zu erledigen und alles drum und dran. Also haben Sie dann praktisch in der Ausbildung nur Tagdienst oder auch hin und wieder mal, dass Sie gefragt werden, können Sie mal nachts die Nachtschicht aushelfen? Ich habe nur Tagschicht, weil ich bin noch minderjährig und wegen Jugendschutzgesetz und alles drum und dran geht das ja dann nicht mit der Nachtschicht. Aha, okay. Gut. Was die Nachtschicht angeht, brauchen wir die Celine Schnitzius ja dann gar nicht zu fragen, oder? Weil Nachtschicht ist ja für Sie kein Thema, denn nachts um 2 Uhr kommt ja keiner irgendwelche Backwagen kaufen oder zumindest nur wenige. Sie sind jetzt hier im Haupthaus, haben Sie gesagt, Sie sind auch nebenbei in anderen Filialen eingesetzt. Bisher auch so dieses Wir-Gefühl wahrgenommen? Also zieht sich das durch den ganzen Betrieb? Weil wir haben ja jetzt einmal den Bereich der Bäckerin erlebt oder gehört, dann aus dem kaufmännischen Bereich und im Verkauf auch. Nehmt ihr euch wirklich auch in allen Abteilungen als wir wahr? Kommt das auch bei Ihnen an? Ja, auf jeden Fall. Also auch filialübergreifend. Wenn man jetzt zum Beispiel auch nur kaufen geht in eine andere Filiale, man versteht sich mit allen. Du kannst immer schön mit denen reden. Also es ist wirklich einfach ein Wir. Ja. Also da bestätigt sich das, was Sie gesagt hatten, mit den Hierarchien und mit dem Wir-Gefühl. Und dass das der Schlüssel zum Erfolg ist für jeden. Haben Sie das von der Wildbadmühle mitgenommen in Ihre neue Aufgabe? Haben Sie die Impulse, die Holger und Sascha Linden Ihnen gegeben haben, noch verfeinern können? Was haben Sie an Besonderem mitgenommen hier? Das habe ich definitiv mitgenommen, weil mich das damals schon schwer beeindruckt hat, muss ich sagen, so einen großen Laden ohne Geschrei zu führen. Also wie gesagt, aus der Gastronomie, das ist sehr streng hierarchisch. Es wird gemacht, was gesagt wird, Ende der Diskussion. Deswegen war das für mich hier auch erstmal Neuland, das Ganze hier so zu sehen und dass das auch funktioniert in so einem großen Stil. Das habe ich für mich definitiv mitgenommen. Und was dann halt auch dahinter steht, ist ja nicht, dass nicht gemeckert wird, wenn Fehler passieren. Also wenn Fehler passieren, die Geld kosten, wird hier auch gemeckert, ganz klare Nummer. Aber es gibt kein Nachtragen danach in meinen Augen, sondern die Aufarbeitung erfolgt. Und das ist halt auch immer ganz wichtig zu sehen, hey, wenn ich Mist gebaut habe, mache ich meinen Mund auf, das ist mir persönlich immer wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Fehler weiterzuziehen. Aber ich kriege Ärger und danach ist in der Regel auch gut. Ja. Und das ist was ich hier beim Sascha und beim Holger erlebt habe, dass wenn das vorgelebt wird, dann zieht sich das nach unten durch. Man hat immer ein paar Leute, die da vielleicht nicht so ganz mitziehen, aber wenn das wirklich der harte Kern ist, dann kann man das weitergeben und das habe ich definitiv mitgenommen. Plus auch einfach die Innovationskraft und diese strukturierten Arbeitsabläufe. Das muss ich auch ganz klar sagen.
Ja, Herr Gessinger, Sie werden ja immer wieder in Kontakt kommen mit jungen Menschen, die eben genau damit Probleme haben, wenn sie kritisiert werden, dass sie schon nach der ersten Kritik, nach dem ersten Satz mit dem Standardsatz kommen, du hast mir gar nichts zu sagen, da gehe ich eben wieder. Ja? Wie motivieren Sie dann, diese Menschen doch durchzuhalten und weiterzumachen? Das ist eine sehr interessante Frage, aber in der Tat kann man das durchaus beobachten bei der Generation Z, diese oftmals nicht sehr ausgeprägte Kritikfähigkeit. Dabei ist Ausbildung ganz einfach eine Erziehungsarbeit und eine Beziehungsarbeit. Ohne wohlwollende Kritik geht das gar nicht. Ja? Und wir müssen halt auch immer wieder bedenken, dass in der Vergangenheit oftmals so Strukturen aufgebaut worden sind, wo es halt auch durchgegangen ist, wenn man mit Kritik nicht einverstanden war und einfach Kritik nicht ernst genommen hat. Ja? Und meine Erfahrung ist die, dass wenn wir zwei Parteien haben, die unterschiedlicher Meinung sind, dass es durchaus sehr, sehr sinnvoll ist, wenn eine neutrale Person als Vermittler, so als Mediator mit dabei ist. Und genau das mache ich halt auch. Die Wahrnehmungen, alle Wahrnehmungen, egal von wem, die haben ihre Berechtigung. Da führt kein Weg dran vorbei. Und diese Wahrnehmungen, die kann man durchaus verändern. Durch Gespräche. Ja, also das ist so meine Erfahrung und es ist auch immer wieder schön, dass der Holger und die Sascha und der Sascha die Filialleitungen auch immer wieder animieren, mich in so Konfliktsituationen dazu zu rufen, so um eine neutrale Person auch dabei zu haben. Und dann kann es auch durchaus sein, dass ich einer Filialleiterin sagen muss, hier überleg mal, ob die Sache da so richtig ist oder ob man da vielleicht anders dran gehen könnte. Ja? Wie ist es denn mit den jungen Menschen, die Sie betreuen, die eben vielleicht schon den ersten Ausbildungsabbruch hinter sich haben und dann auf neue Betriebe zuzugehen und zu sagen, hier, schaut mal, okay, klar, in der Biografie ist ein Ausbildungsabbruch da, lässt sich nicht ausradieren, aber eine zweite Chance hätte er oder sie verdient. Wie gehen Sie da auf die Arbeitgeber zu? Also in der Tat ist die Situation für Ausbildungsabbrecher derzeit sehr, sehr gut. Ja? Also meine Vorgehensweise ist die, ich gucke mir zuerst an, welche Person habe ich denn da als Auszubildenden? Ja? Und welche Problemlagen liegen denn da eventuell vor, die einen Ausbildungserfolg so ein bisschen verhindern? Und dann suche ich gezielt nach einem Betrieb, der auf diese Problemlagen eventuell auch eingehen kann. Ja? Also wenn ein Mensch eine Erkrankung hat, und fehlt deshalb öfter, dann muss man darüber reden können. Ja, und dann darf man nicht da muss man mit offenen Karten auch umgehen. Und in der Tat gibt es Betriebe, wie auch die Wildbadmühle, die da absolut offen sind und sagen, wir probieren es einfach mal aus, jeder hat eine zweite Chance verdient und wir gucken, wo wir hinkommen. Ja, und meine Erfahrung ist die, dass es bei der Wildbadmühle, ich habe schon einige Auszubildende, die einen Ausbildungsabbruch hatten, hier in die Wildbadmühle vermittelt und das hat in der Regel immer gut funktioniert. Aber auch deshalb, weil ich immer mit offenen Karten spiele. Ja, also man sieht, das Bäckerhandwerk wird hier nochmal durch die Wildbadmühle, kriegt nochmal einen neuen Aufschwung, weil es gibt ein neues Arbeitszeitmodell. Ja, es gibt den Bäcker schon auch am Tag und nicht nur in der Nacht. Man sieht, wenn man wirklich zwei Arbeitgeber hat oder einen Arbeitgeber, ist ja nicht immer so, dass es zwei sind, und die gehen mit einer Riesenportion Motivation und pädagogischem Feingefühl nach vorne, dass dann ein Wir-Gefühl entsteht, wie wir es eben hier in der Wildbadmühle erleben. Erleben dadurch, wenn sie durch das Haus gehen und schauen sich die Mitarbeiter an, wie sie ihre Arbeit erledigen. Ob sie jetzt gelangweilt an der Ecke rumstehen, ach, da kommt schon der nächste Kunde, übernimm du den, ich habe keine Lust. Oder wenn man hier zum Beispiel drei Auszubildenden auf der Bühne hat, das ist ja sicherlich wahrscheinlich auch das erste Mal, dass ihr auf einer Bühne seid. Das ist ja auch mal ungewöhnlich, das muss man auch mal hingehen und machen. Das macht man ja nicht, wenn man jetzt Stress mit dem Arbeitgeber hat. Man gibt hier vielleicht auf die Art und Weise auch immer gerne zurück, dass man sich wohlfühlt und sagt dem Arbeitgeber, danke. Und wenn du mich bittest, auf die Bühne zu gehen, okay, dann mache ich es, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Ja, also von daher auch ein Kompliment an euch. Und ihr zeigt den Besuchern heute hier, dass ihr den richtigen Berufsweg eingeschlagen habt
und dass ihr den auch noch weitergehen wollt und ein Ausbildungsabbruch für euch in Frage kommt. Also den Herrn Gessinger, den habt ihr jetzt mal kennengelernt, aber den könnt ihr schon wieder vergessen, weil der für euch nicht in Frage kommt, weil der kann nichts für euch tun. Ne? Ihr seid motiviert. Ja, wir haben also jetzt das Thema weitestgehend besprochen. Meinerseits, habt ihr jetzt aus der Diskussion hier heraus irgendetwas, was ihr vielleicht unseren Besuchern und unseren Zuschauern zu Hause an den Bildschirmen noch sagen wollt? Oder haben wir soweit an alles gedacht? Okay, niemand mehr? Dann darf ich mich recht herzlich bedanken, dass ihr an dieser Talkrunde teilgenommen habt. Vielen Dank. Den Auszubildenden wünsche ich natürlich viel Erfolg, dass ihr die Ausbildung auch dann mit dem entsprechenden Erfolg abschließen könnt. Und der Wildbadmühle wäre es zu wünschen, solche jungen, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch halten zu können. Und Ihnen wünsche ich weiterhin viel Motivation, Kraft, dass Sie eben auch weiterhin mit den jungen Menschen arbeiten können, arbeiten dürfen und dass möglichst alle eben dann auch mit dieser Motivation und Zielstrebigkeit rangehen. Verlieren Sie nicht Ihre Motivation, auch wenn mal jemand dabei ist, der vielleicht ein bisschen mehr Stress macht. Verlieren Sie den Mut nicht, es kommen noch andere nach. Ja, Ihnen auch vielen Dank. Bei Ihnen ist wirklich interessant, Ihren Lebensweg zu verfolgen. Mal sehen, wo wir uns irgendwann noch mal wiedersehen in irgendeiner Funktion. Ich bin mir ganz sicher, es wird nicht die letzte Station in Ihrem Leben sein. Und Herr Gessinger, Sie wird man sicherlich auch immer irgendwo noch antreffen, wenn es darum geht, den ein oder anderen Jugendlichen mit Problemen doch irgendwo zu einer Karriere zu verhelfen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ihnen, liebe Besucher, danke ich, dass Sie der Talkrunde hier gefolgt sind, den lieben Zuschauern des offenen Kanals, dass Sie auch hier Interesse an dieser Talkrunde gezeigt haben. Vielen Dank und noch viel Spaß hier bei der Wildbadmühle. Es geht in die nächste Runde, die nächste Talkrunde. Da darf ich vorstellen, auf die Bühne bitten, brauche ich nicht, weil Sie sind schon da. Zum einen den Holger Linden, den haben wir schon kennengelernt. Ja. Und wer ihn nicht kennt, der kann ihn aber noch kennenlernen. Hallo Holger, nimm gerade Platz, wo du welchen findest. Gut, dann darf ich auf die Bühne nochmals bitten den Sebastian Schwester. Er war eben schon mal hier. Und den Bäckermeister Bernd Kuhn. Herzlich willkommen. So. Jetzt darf auch ich mich setzen. So, liebe Besucher, wir haben jetzt wieder eine Talkrunde. Und zwar, das Thema ist dies, innovative Konzepte im Bereich Bäckerei und Konditorei. Und ja, hier haben wir Koryphäen, kompetente Leute, die etwas zu diesem Thema sagen können. Aber auch Sie, liebe Besucher, wenn Sie im Laufe der Diskussion hier mitbekommen, da hätte ich mal eine Frage dazu oder eine Anmerkung. Sie können gerne hier nach vorne kommen an die Bühne und Ihre Frage stellen oder das, was Sie sagen wollen, uns mitteilen. Ja, Holger Linden, du und dein Bruder, ihr habt hier Großes geschaffen. Wir waren ja schon ausgiebig auf das Thema eingegangen, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Jetzt zum Thema innovative Konzepte im Bereich Bäckerei und Konditorei. Das Backhandwerk, das Berufsbild hat sich ja auch geändert. Wie hat sich denn das Bäckereifachgewerbe oder wie darf man das genau, wie ist die genaue Bezeichnung, wie hat sich das geändert? Weil ich komme noch aus der Generation, dass der Bäcker um 1 Uhr aufsteht und die Brötchen backt, aber dass es Bäcker gibt, die um 8 Uhr ihre Arbeit beginnen oder vielleicht eine halbe Stunde früher, das kenne ich nicht. Einschalten? Also das Bäckerhandwerk hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert. Es gibt vor allem eine Konzentration in der Branche. Wenn man bedenkt, als mein Papa in der Ausbildung war, gab es in Deutschland noch 50.000 backende Betriebe. Und heute, gerade mal eine Berufskarriere später, gibt es in Deutschland knapp unter 10.000. Da haben von 5 Bäckereien 4 geschlossen. Warum ist das so? Der Nachwuchs hat gefehlt, das hängt vor allem an der Nachtarbeit. Es gibt zu wenig Menschen, die man dafür begeistern konnte, nachts in den Backstuben Deutschlands zu stehen. Vielleicht hat sich auch das Essverhalten geändert. Der klassische Weg jeden Morgen zum Bäcker, zum Konditor hat sich auch geändert, sodass Betriebe sich was einfallen lassen mussten, um weiterhin am Markt bestehen zu bleiben. Innovative Konzepte sind gefragt gewesen und so
hat sich es geändert im Bäckerhandwerk, dass es gar nicht mal so unüblich ist, dass der Bäcker auch am Tage arbeitet. Viele Bäckereien haben eine Tagschicht eingeführt und wir treiben dies natürlich bis ins Extrem. Von 30 Bäckern und Konditoren in der Backstube arbeiten nur noch 4 Stück in der Nacht. Ja, ist schon Wahnsinn. Welchen Einfluss haben denn da zum Beispiel jetzt auch die Discounter, die mit ihren Backwaren jetzt aufwarten? Vor rund 10 Jahren ging es los mit den Backstationen. Das Bäckerhandwerk, das hat den Markt beobachtet. Auf einmal ist jeder zum Discounter gerannt. Und das ist ein Kampf, den kann das Bäckerhandwerk über den Preis nie gewinnen. Denn es wird immer einen Discounter geben, der günstiger Brot und Brötchen anbieten kann. Denn schließlich kommt das Brot, kommt das Brötchen nicht aus einer Handwerksbäckerei, aus der Region, aus einem Betrieb, der ausbildet. Nein, die Brötchen in den Backstationen kommen in der Regel aus der Industrie. Und hier kann das Bäckerhandwerk nur punkten mit einer guten Qualität, mit Regionalität, indem man einfach auf das hinweist, was den Betrieb, was das Bäckerhandwerk ausmacht. Mhm. Gerade was den Begriff Handwerk angeht, haben wir hier auch einen Experten, ja, der etwas dazu sagen kann, wenn wir davon sprechen, Handwerk, also dass wirklich noch mit der Hand gearbeitet wird, also nicht die Maschinen den überwiegenden Teil erledigen. Vielleicht können Sie gerade mal sagen, in welchem Bereich Sie jetzt hier aktiv sind. Sie waren ja mal in der Wildbadmühle aktiv, aber haben jetzt den nächsten Schritt gewagt. Vielleicht erzählen Sie den Besuchern jetzt einfach mal, was Sie machen und was ich damit gemeint haben könnte, wenn ich sage Handwerk. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall selbstständig gemacht hier nach der Wildbadmühle. Und es wurde eben die Komprimierung angesprochen, dass es immer weniger Betriebe gibt. Und ich sehe da auch gerade im Konditoren- oder auch im Patisserie-Handwerk, das geht dann eher Richtung Gastronomie, sehe ich auch immer mehr die Spezialisierung über Qualität. Weil die großen Mengen können auch die Industrie produzieren zu einer sehr guten Qualität, da muss man nicht drum herum reden. Aber die Spitzenqualität, die Einzigartigkeit und die Individualität, das kann halt nur das Handwerk aufrechterhalten. Und darauf haben wir uns auch spezialisiert. Also ich habe eine Firma Partpatisserie zusammen mit meiner Lebensgefährtin und wir sind darauf spezialisiert, Baukästen für Restaurants zu produzieren im Dessertbereich. Das heißt, wir produzieren alle Komponenten fertig, da geht es auch in die Spitzengastronomie bei uns, also unser Sektor ist ganz klar komprimiert auf Top-Restaurants und Top-Hotels. Und da haben wir wirklich einzigartige Produkte, die nur mit der Hand zu fertigen sind, zum Beispiel falsche Früchte, dann muss man sich das so vorstellen, dass da eine kleine Zitrone auf dem Teller liegt und sowas vertreiben wir halt wirklich und das kann keine Maschine, weil keine Maschine kann diese Form herstellen, keine Maschine kann die Sachen aus der Form lösen und dadurch heben wir uns auch massiv ab und das ist das Einzige, was mich schützt in dem Bereich, weil die Konkurrenz ist sehr groß, durch die bessere Logistik hat sich ja immer alles verbessert, sage ich mal, du bekommst von überall alles her und ist dadurch auch alles vergleichbar geworden, das heißt, der Konkurrenzdruck ist nochmal immens gestiegen und da kann ich nur überleben, indem ich mich wirklich aufs Handwerk konzentriere und Sachen mache, die sonst keiner kann. Aber all das ist nicht möglich, wenn es keine Zulieferer gibt, die einen entsprechend beliefern. Und wir haben hier als Gast den Bernd Kuhn. Sie arbeiten ja als Backmeister für Unifirm und beliefern ja als Backhefehersteller deutschlandweit die Bäckereien. Wie nehmen Sie das Bäckerhandwerk war? Das ist eine gute Frage. Aber diese ja, deswegen habe ich sie gestellt. Ja, diese gute Frage wird aber gut beantwortet. Das heißt quasi, der Wandel, wie eben beschrieben wurde, dass man vergleichbar ist. Man muss heute standstehen, was hier passiert. Draußen, die anderen Bäckereien, die ist es halt so, dass die immer mehr zum Schließen gezwungen sind. Die Personalkosten sind keine Nachfolger. Supermarktketten, die machen eins Leben schwer. Und dann ist es auch, man findet kein Personal. Mhm. Und das wird immer mehr. Heutzutage sehe ich halt die Bäckerei Wildbadmühle hier innovativ, Arbeitszeiten. Ich finde auch Personal. Ich bin modern aufgestellt. Ich bin sauber aufgestellt. Ich habe viele Vorteile, wo ich den Kunden auch zeigen kann. Hier gehen täglich Leute bzw. Personen durch die Backstube. Die sind begeistert. Das heißt nichts anderes. Die sehen einfach von wegen das, was Realität ist. Europa, mit eins Europas modernsten Bäckereibetrieben. Nicht jeder Kunden draußen, der hat die Chance, sich so aufzustellen. Das ist leider Gottes so. Nur wenn man die Chance hat und es nicht macht, bleibt man auf der Strecke. Wer stehen bleibt, verliert. Ne? Das ist auch das Motto von Holger und Sascha Linden.
bei der Wildbadmühle. Also Sie gehen immer einen Schritt weiter. Und wenn Sie den erreicht haben, bleiben Sie ja nicht stehen, es geht weiter. Wo sehen Sie denn den Bäckereiberuf in der Zukunft? Wie geht's denn weiter? Also ich bin mir sicher, es geht weiter. Wir haben zwar den enormen Fachkräftemangel im Handwerk, immer weniger junge Leute sind für eine Ausbildung zu begeistern, aber ich denke, das ist bei der Politik mittlerweile auch angekommen. Man hat zumindest mal überlegt, Anstrengungen dahingehend zu bringen, dass eine Ausbildung genauso wertig ist oder genauso wichtig ist wie ein Studium. Und mit diesem Signal aus der Politik denke ich, wir können auch weiterhin junge Menschen fürs Handwerk begeistern und ganz speziell auch fürs Bäckerhandwerk und fürs Konditorenhandwerk. Und wir sehen ja auch, wenn man sich besonders engagiert für die jungen Menschen, wenn man sich besonders engagiert für die Ausbildung, nicht nur fordert, sondern auch fördert, dann kann man junge Leute motivieren, dann kann man junge Leute ins Handwerk reinbringen. Und wir sind starker Ausbildungsbetrieb. Jeder vierte Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, und das ist der Wahnsinn, ist ein Azubi, ist ein Auszubildender bei uns im Betrieb. Wow, das ist... Und hier sieht man, es wird zwar viel über den Fachkräftemangel gesprochen, aber der, was macht, der kann diesen Fachkräftemangel auch deutlich komprimieren. Also man sieht es ja auch heute bei so einer Veranstaltung, wie viele Mitarbeiter Sie motivieren konnten, heute hier mitzumachen. Natürlich kann der Chef hingehen und sagen so, du arbeitest jetzt dann da und da. Aber wenn man wirklich mal mit offenen Augen hier durch die Wildbadmühle geht, man hat nicht den Eindruck, hier arbeiten Mitarbeiter, weil sie eben arbeiten müssen, weil es der Chef gesagt hat, weil es bezahlt wird. Sondern ich glaube, es steckt auch eine große Motivation dahinter. Wir hatten eben schon eine Talkrunde gehabt, wo ich die Gelegenheit hatte, mit dem Herrn Schwester darüber zu sprechen, weil er war ja schon mal Mitarbeiter bei der Wildbadmühle und hat besonders die Motivation der Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, die ist hier besonders hoch und das ist auch das, was die Mitarbeiter weiterhin antreibt. Das ist der Motor dessen. Und das zieht sich durch alle Bereiche. Also wir hatten einen Auszubildenden aus dem kaufmännischen Bereich, wir hatten einen Auszubildenden aus dem Bereich Verkauf und Bäckerei. Alle sprechen von einem Wir. Und das haben Sie auch mitgenommen für Ihren weiteren beruflichen Lebensweg, ja, dies mitzunehmen. Und anderes Thema war eben auch dann die Frische. Und das ist ja das auch, was Sie betrifft. Das, was Discounter zu bieten haben, das ist nicht Ihr Metier. Sie punkten mit dem, was Sie jetzt machen, mit der Frische, mit der Individualität Ihrer Produkte. Ja, denke ich, die haben ja auch einen hohen Stellenwert. Es gibt also schon noch viele, viele Menschen, die Wert auf das Individuelle legen. Stimme ich komplett zu. Es ist halt einfach, es ist sehr einfach, gute Qualität herzustellen mit wenig Aufwand. Es gibt sehr viele Fertigmischungen, es gibt sehr viele Convenience-Produkte, es gibt sehr viele tolle Maschinen. Es ist heutzutage kein Hexenwerk mehr, gute Qualität dauerhaft zu bringen. Wo man selbst mit dem Handwerk hin muss, ist natürlich sehr gute Qualität. Und das fängt bei der Ausbildung an. Für sehr gute Qualität braucht man gute Leute, die das weitergeben können. Punkto Motivation, punkto handwerkliches Können. Das vergrößert aber auch den gesamten Apparat, wenn ich wirklich auf Frische und Qualität höchsten Wert lege. Fangen wir mal bei den Rohstoffen an. Viele, die hier in die Führung mitgemacht haben, haben das riesige Lager gesehen. Das liegt daran, wenn ich frische und handwerkliche Produkte produziere, brauche ich auch dementsprechende Rohstoffe. Ich habe viel längere Lieferketten. Ich habe viel mehr Aufwand, der logistisch dahinter steckt, diese Produkte täglich topfrisch an den Mann zu bringen. Und das ist einfach ein Aufwand, der sehr hoch ist und der teilweise auch nicht wirklich in meinen Augen von den Endverbrauchern gesehen wird im kurzen Zeitraum. Aber auf Dauer ist es das, was uns abhebt von der Industrie. Und das ist nur Qualität, Frische und auch die Innovationskraft, die eben angesprochen wurde. Das fand ich sehr interessant. Halt nicht diese Mentalität zu sagen, es ist alles scheiße, sondern auch aktiv was zu ändern. Das habe ich hier definitiv auch mitgenommen, dass man dann auch mal den Arsch in der Hose haben muss, auf Deutsch gesagt, und die Sache auch angeht und sich nicht nur beschwert, hey, ich kriege keine Mitarbeiter. Hier funktioniert es ja auch. Also ich konnte zwischenzeitlich auswählen, wen wir ausbilden. Habe ich noch nirgendwo erlebt, muss ich ganz klar sagen, weil die Leute durch die Transparenz und durch diese Sichtbarkeit und auch das ganze Marketing, den öffentlichen Auftritt, so viel hier mitbekommen, dass die Leute zu uns gekommen sind. Das heißt, es funktioniert ja hier in Wittlich. Sondern wenn es in Wittlich funktioniert, das ist ja nun keine Großstadt, das kann das auch überall funktionieren. Man muss halt nur wirklich zusammenarbeiten und auch gucken, was sind die momentanen Lagen und da muss man dann gezielt rangehen. Und das wird hier gemacht und deswegen ist das Ganze hier auch so erfolgreich. Das trifft Sie. Sie und Ihr Bruder. Sie sind diejenigen, die wirklich
dass Sie jetzt hier hingestellt haben und dass solche Worte hier auf der Bühne fallen, das ist Ihr Verdienst. Es ist der Anfang. Was ist der Trend? Es hat mal einer gesagt, the trend is the friend. Wo sehen Sie die Trends in der Bäckerei-Handwerk? Ich gehe davon aus, dass das Bäckerhandwerk sich in den nächsten Jahren noch weiter verändern wird. Ja? Wir haben den Fachkräftemangel, wir haben eine überalternde Gesellschaft. Die Betriebe tun was, meiner Meinung nach noch nicht genug, aber sie tun was, um dagegen anzuwirken. Der Trend, den ich so für die Bäckerbranche feststelle, ist vielleicht, dass kleine Bäckereifilialen, die Ortsmitte, die Bäckerei in einer kleinen Ortschaft in einem Dorf, die wird vielleicht verschwinden. Der Bäcker, der nichts gemacht hat in den letzten Jahren, der die Filiale nicht modernisiert hat, das Konzept nicht umgestellt hat, vielleicht noch ein zu breites Sortiment backt, der wird es schwer haben in den nächsten Jahren. Aber es gibt ganz, ganz viele Chancen für coole Bäckereikonzepte, vielleicht auch Crossover, Bäcker mit Brot und Eis, Bäcker mit einer guten Patisserie, oder ein Bäcker, der sich nur auf den Kern beschränkt, ein Bäcker, der nur 10 Sorten Brot backt oder dann sagt, ich gebe das Brot ganz weg, ich mache nur noch Snacks und tue mich da ein bisschen drauf konzentrieren, dass da riesengroße Potenziale, riesengroße Chancen auf den Markt zukommen. Ja gut, sehen Sie das genauso? Machen Sie gleiche Erfahrungen, dass Sie das ebenso sehen wie der Herr Linden? Also ich sehe es genauso wie der Herr Linden. Draußen findet was statt, was kaputt gemacht wurde in der Regel. Mhm. Es wurde nicht investiert in die Jugendnachwuchsförderung. Einfach mal die Zeit sich zu nehmen, mal zu sagen, wegen komm, ich nehme die zur Hand. Das sind Jugendliche, die müssen gefördert werden. Draußen fehlt die Zeit, ist Geld. Hier ist was passiert, einfach nur, dass man schon Jahre vorausgesehen hat. Vor Jahren hat man schon gesagt, hier, wir brauchen Lehrlinge. Einfach was Neues, was machen wir? Und hier hat was stattgefunden, was heute seine Früchte trägt. Hier sind Lehrlinge mehr wie sonst draußen. Normal was in der Regel draußen hat ein Bäcker einen Lehrling oder keinen Lehrling. Mhm. Und das macht unseren Beruf kaputt. Ja, ja. Aber Sie schwimmen dagegen den Strom irgendwie. Irgendwie haben Sie Ideen, Herr Linden, was dazu führt, dass man einfach auch heute voller Bewunderung, voller Respekt auf Sie, auf das, was Sie mit Ihrem Bruder, was Ihre Eltern als Fundament gebracht haben, weiterentwickelt haben und noch weiterentwickeln werden. Und deswegen kann man wirklich sagen, the trend is your friend, Sie machen weiter. Und das Interessante bei Ihnen ist ja, Sie machen insofern eine, Sie gehen ja hin und sagen, Sie verschotten sich nicht ab, sondern machen genau das Gegenteil. Ja, wenn jemand sehen will, was Sie machen, der kann kommen. Sie sagen, kommt zu mir, guckt in die Backstube rein, guckt, was wir machen, wie wir es machen. Wir stehen auch gerne für Gespräche zur Verfügung. Und so funktioniert es. Wohl nur so. Ja, wir sind sogar noch den Schritt weiter gegangen. Wir haben auch die Mitbewerber eingeladen. Also als dieser Tag der offenen Backstube feststand, haben wir den Schulterschluss gesucht und die Kollegen eingeladen. Die Bäcker aus dem Umland, die größeren Bäckereien. Hier sind heute Betriebe aus Hessen angereist, die den weiten Weg in Kauf genommen haben, um uns hier heute zu besuchen. Und da sind wir ganz, ganz froh drauf. Und das ist nicht üblich in der Branche. Denn ich habe bei einer Auszeichnung einen Kollegen getroffen und habe ich gesagt, Mensch, du musst doch mal vorbeikommen, du wohnst ja ganz in der Nähe. Dann sagt er zu mir, ich bin schon mal ums Haus geschlichen an einem Samstagnachmittag, aber ich habe mich nicht getraut, mal hier vorbeizukommen. Und bei einem Tag der offenen Backstube ist es nochmal eine ganz andere Bühne. Wir haben den Schulterschluss gesucht, wir wollten uns öffnen, wir haben nichts zu verstecken. Wir haben die Kollegen eingeladen, wir haben unsere Kunden eingeladen, wir haben alle Besucher eingeladen, hier diesen Tag schön mit uns zu verbringen und schaffen da auch eine gewisse Transparenz. Wer eine Frage stellt, bekommt die auch fachgerecht beantwortet. Wunderbar, auch ein wunderbares Schlusswort. Es ist wirklich so, dass man sagen kann, das Zwischenfazit, weil Sie sind ja noch jung und Sie wollen noch ganz, ganz viel machen. Und Sie haben auch sicherlich noch ganz, 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 ganz viele Ideen, wovon Sie einige gar nicht jetzt verraten wollen an dieser Stelle. Oder gibt es ein paar, wo Sie sagen, könnte man heute hier auf der Bühne sagen? Was kommt jetzt nach diesem Tag? Was kommt morgen, übermorgen? Welche Idee haben Sie im Kopf? Schwierig, gell? So ad hoc ist es schwierig, weil
Der Sebastian als ehemaliger Mitarbeiter, der kann das ganz genau beschreiben. Hier ist nicht nur ein oder zwei oder 50 Ideen, die so im Raum schwören, sondern deutlich mehr. Also wir sind gerade dabei, in der Produktion viele Abläufe nochmal zu optimieren. Ne? Wir sind ein bisschen gewachsen in den letzten anderthalb Jahren. Ja, das muss sich jetzt festigen. Abläufe müssen verbessert werden. Wir wollen aber auch die Struktur unserer Standorte nach vorne bringen. Wir haben ein, zwei Standorte, die noch modernisiert werden in diesem Jahr oder im kommenden Jahr. Wir haben Neueröffnungen geplant. Und ganz konkret möchten wir gemeinsam mit der Familie Quint ein Edeka-Markt in Heiligkreuz eröffnen. Das soll dann nächstes Jahr folgen. Das wird in Trier sein. Vielleicht kurz was zur Familie Quint, damit man sich weiß, was ich darunter vorstellen kann. Also ein Metzgereibetrieb. Eben. In Kenn bei Trier. Genau. Ein tolles Unternehmen, die Biolandfleisch produzieren, also Biolandwurst, Biolandfleischwaren. Sehr, sehr nachhaltig sind, diese Nachhaltigkeit richtig leben. Und ich denke, das passt gut. Wir als innovativer Bäcker, auch sehr sozial engagiert und nachhaltig. Und die Familie Quint, wir wollen gemeinsam ein Projekt starten. Genauso ist eine Neueröffnung geplant in einem eher sozial schwachen Standort in Trier Nord. Oh, mutig. Dort wurde bereits eine Immobilie abgerissen. Da möchten wir ein neues Café eröffnen. Wir wollen der Mittelpunkt des Ortsteils sein, ein Treffpunkt, wo Jung und Alt zusammenkommen und auch in unserem neuen Café das Bäckerhandwerk in diesem Teil von Trier nochmal neu aufblühen lässt. Sie öffnen sich in alle Bereiche, was die Geschäftspolitik angeht, was die Personalpolitik angeht. Man kann natürlich nicht außen vor lassen. Es wird natürlich auch an Ihnen nicht Halt machen, die Migrationspolitik. Ja, Sie werden natürlich auch irgendwann damit konfrontiert, dass vielleicht junge Menschen aus anderen Ländern mit fehlenden Deutschsprachkenntnissen auf Sie zukommen, bei Ihnen arbeiten wollen und die aber dann gesonderte Unterstützung benötigen. Das sind alles Herausforderungen, die auf Sie warten. Sie werden sich diesen Dingen stellen, da bin ich mir ganz sicher, mit Ihren Ideen, mit Ihrem Feuer, mit Ihrem Enthusiasmus, den Sie da bisher entwickelt haben, den Sie in sich tragen. Verlieren Sie nicht den Mut. Das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund und seien Sie weiterhin ein motivierender Chef. Gehen Sie voran mit guten Ideen, mit einer guten Hierarchie, mit guten Ideen und dann werden Sie sicherlich in ein paar Jahren nochmal ein Jubiläum feiern können und ein ähnlich positives Fazit ziehen können wie heute. Ich danke für das Gespräch Ihnen allen, wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie weiter so.